Wie sind meine Haare komisch? Die liegen auch nicht so wie ich will. Okay. Yo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin sehr aufgeregt, denn es gibt eine mega große Neuigkeit und ich hoffe so sehr, dass ihr euch darüber freut. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, damit ihr erfahrt, worum es sich handelt. Und ich würde sagen, es gibt heute ein What's on my Phone Tag. Ihr habt es euch seit sehr langer Zeit gewünscht und heute gibt es einen. Ich zeige euch, was auf meinem Handy ist. Zuerst einmal als Information, ich habe ein iPhone 6. So, mit einer Stilinski-Hülle. Eigentlich steht hier die Nummer noch drauf, aber hier war ein Aufkleber drauf. Von der Disco, in der ich arbeite, da stand drauf, Who's your daddy, aber man sieht es nicht mehr. Es ist in weiß und es ist so eine Glasfolie drauf, die schon voll nicht schön ist und ein paar Risse drin hat, aber nur in der Folie, nicht im Handy. Und so sieht mein Handy aus und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Okay, dann fangen wir mal an. Als erstes entsperre ich mein Handy mit meinem Daumen. Ihr seht, ich habe als Hintergrund einmal Maren, Tobi und ich und einmal Maren und mich hier. Und ja, weil ich einfach ein kleines Fangirl bin. Fangen einfach mal oben an. Da habe ich so meine wichtigsten Apps, Instagram, Twitter, Facebook, bla bla bla. Fangen wir mal mit Instagram an. Das ist meine Seite, die ihr da sehen könnt. Ihr könnt mir gerne überall folgen. Ich heiße eigentlich so gut wie überall Yonessa. Das ist hier so mein Feed. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ich like da auch ganz oft eure Bilder, wenn ihr mich irgendwo markiert. Also Instagram mit meine Lieblings-App. Dann gehen wir über zu Twitter. Dort heiße ich auch Yonessa. Und so sieht das Ganze bei mir aus. Ich bin irgendwie nicht so aktiv auf Twitter, was ich eigentlich schade finde. Weil ich Twitter eigentlich sehr gerne mag, aber da sollte ich mal ein bisschen aktiver werden tatsächlich. Naja, machen wir weiter. Facebook, das ist meine private Seite, die ihr hier oben seht. Und dann meine offizielle Seite, die ihr gerne auch liken könnt. So sieht der ganze Spaß da aus. Da bin ich auch eigentlich recht aktiv, teile da immer meine Videos und sowas. Und dann geht es weiter zu einer meiner Lieblings-Apps, Snapchat. Mag ich sehr, sehr gerne. Passiert gerade nichts. Da heiße ich auf jeden Fall auch Yonessa. So, jetzt seht ihr hier, was ich gerade mache. Ihr könnt auch gerne mich sehen. Hi. Bin ich nicht schön? Wir gucken mal, ob mein Lieblingsfilter dabei ist. Ich glaube nicht. Was sind überhaupt für Filter dabei? Wer ist er? Okay. Oh, der ist geil. Den mag ich. Mein Lieblingsfilter ist eigentlich der mit dem Regenbogen. Quark. Aber ich glaube, der ist gerade nicht dabei. Der ist auch nice. Das erinnert mich immer an Lexa, was ich mal geschminkt habe. Ja, leider ist mein Lieblingsfilter nicht dabei, aber diese sind auch sehr nice. Okay, auf Snapchat heiße ich auch Yonessa, wie ihr hier sehen könnt. Und dann machen wir mal weiter. Dann habe ich die ganz normale YouTube-App. So, jetzt liked hier jemand in mein Video rein. Bam. Wo ich ganz normal YouTube-Videos und so gucke. Und dann habe ich die YouTube Studio-App. Die ist für YouTuber. Da kann man so die Analytics sehen. Dann kann man Kommentare lesen, kann auch auf Kommentare antworten. Was man, soweit ich weiß, über die normale YouTube-App nicht kann. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile geändert wurde. Aber konnte man auf jeden Fall nicht. Dann habe ich den Facebook Messenger für meine private Facebook-Seite. Mein Mail-Programm, Fotos. Das hier, Gastromatik, ist von meiner Arbeit. Dann habe ich die normale Kamera, Notizen, Musik, Uhr, Einstellung, Kalender, Karten, Wetter, bla bla bla. Voll random. Dann habe ich die Pokémon Go App drauf, da können wir auch gerne mal reingehen. Ich spiele es eigentlich momentan gar nicht mehr, was ich ziemlich schade finde, weil eigentlich war das immer sehr cool. So, wenn man ein bisschen mit Freunden draußen rumgelaufen ist und Pokémon gefangen hat und so. Das fand ich eigentlich cool. Aber was will man machen? So, so sieht der ganze Spaß aus. Ich bin Level 21, mein Partner hier ist Glutexo, weil ich unbedingt ein Glurak haben will. Ich heiße da auch Yonessa, wie ihr sehen könnt. Und kann euch mal kurz meine Pokémon zeigen. So im Schnelldurchlauf. Zack, 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 zack. Ja, und mein Lieblings-Pokémon ist Glurak, deswegen will ich unbedingt einen Glurak haben. Okay, das war's mit Pokémon. Dann kommen wir hier zu meinen Ordnern, beziehungsweise ihr könnt auch mal unten kurz weitermachen. Telefon, Nachrichten, WhatsApp und Safari. Ich glaube, dazu muss ich nichts erklären. Dann gehen wir hier in den Ordner, da habe ich einmal den App Store. Dann so eine App für die Pille, Sparkasse, Amazon, Übersetzer, eBay. Ach, eigentlich nichts Besonderes. Hier ist auch nichts Besonderes, denn das benutze ich eigentlich gar nicht, diesen Ordner. Ja, gehen wir mal weiter. Den benutze ich schon öfter. Da ist einmal Slack drin. Das ist sowas wie WhatsApp für meine Arbeit. Dann habe ich eine Canon-App, damit ich so Selbstauslöser machen kann von meiner Vlog-Kamera.
FaceTime zum FaceTimen. Dann habe ich Groupon, weil ich die App ganz cool finde. Amazon Video und Netflix. Das muss sein. Eigentlich nicht so viel auf dem Handy benutzt, aber trotzdem drauf. Dann habe ich Skype. Dann habe ich hier für YouTube. Da kann ich gucken, wie viele Abonnenten ich gerade habe. Und es sind zu diesem Zeitpunkt 20.753. Sorry, ich bin dumm. Was eine Menge ist. Dann ist hier noch Social Blade, das ist auch sowas für YouTube, da kann man so ein bisschen Statistiken und sowas angucken. DHL-Paket, damit ich weiß, wann ich Pakete bekomme. CineStar-App, weil ich sehr gerne ins Kino gehe. Dann habe ich hier Rezeptwelt drauf, das ist keine App, das ist eigentlich nur eine Seite. Also wenn ich die öffne, öffnet sich Safari. Und da sind Thermomix-Rezepte drauf, weil ich einen Thermomix habe, ist das sehr praktisch. Was haben wir dann noch hier drin? Die VR-App zum Bus- und Bahnfahren in Dortmund und Umgebung. TV-Programm, weiß ich nicht, warum ich das noch drauf habe. Ich habe seit 100 Jahren kein Fernsehen mehr geguckt. Dann habe ich Ask.fm, ich glaube, da heiße ich auch Jornessa, benutze ich aber sehr, sehr selten. YouNow, da heiße ich auch Jornessa. Habt ihr Bock, dass ich mal wieder einen Stream auf YouNow mache? Das müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Dann habe ich Shazam, wie auch immer. Das ist dazu da, um Lieder zu erkennen. Also wenn man ein Lied hört, kann man dann Shazam anmachen und dann sagt er dir, was es ist. Dann habe ich ein Lieferheld zum Essen. Aldi, Lidl, Zooplus, einfach so random Geschäfte. Zooplus, da bestelle ich immer alles für meine Katzen. Dann habe ich die Payback-App drauf, keine Ahnung warum, habe ich glaube ich noch nie benutzt. Pinterest, um sich ein bisschen Inspiration zu holen. Dann PayPal zum Bezahlen. Dann habe ich diese Sing-App. Ich glaube, die habe ich auch noch nie benutzt, da kann man so Karaoke singen, soweit ich weiß. Amazon Music, das ist so ein bisschen eine Spotify-Nachmache von Amazon, aber mit nicht so vielen Liedern. Spotify habe ich auch, benutze ich aber auch irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Dann habe ich hier Werbeanzeigen-App, das brauche ich manchmal für Facebook-Seiten. Nicht meine, ich hab auf meine eigene noch nie Werbeanzeigen geschalten, aber für andere Dinge, da unwichtig. Dann habe ich die Gym Queen-App, weil ich da gerne bestelle. TripAdvisor, wenn ich mal im Urlaub bin, um Hotels, Restaurants oder Aktivitäten zu finden. Dann ist das hier meine Make-up-Homepage. Die öffnet sich auch in Safari. Die sieht folgendermaßen aus. So, da ist halt mein Make-up-Gedöns drauf. Dann, was haben wir denn noch in dem Ordner? O2. Dann für Strom und Ikea und diese Bitmoji-App, die ist mega cool. Da kann man nämlich so richtig, richtig geile Emojis machen auf Snapchat und zwar von euch selbst. Ich zeige euch das mal. Machen wir mal ein schönes Foto. Dann geht ihr oben auf dieses Kästchen und dann seht ihr hier, das ist mein Emoji. Den kann man sich selbst gestalten und das ist richtig cool. Die kann man dann hier drauf machen und da gibt es tausende von und das ist richtig, richtig geil. Das liebe ich sehr. Dann haben wir meine Fotografie-App. Da haben wir einmal Facetune, benutze ich sehr gerne und relativ oft bei Selfies. Damit mache ich meine Haut immer ein bisschen weicher. Da kann man auch Details einstellen, also zum Beispiel, wenn man die Augen ein bisschen schärfer haben will oder weißere Zähne, dafür ist die App da. Dann habe ich Afterlight, da kann man richtig coole Filter und Effekte drauf machen. Mit PicLab Studios bearbeite ich meine Thumbnails, weil da gibt es richtig coole Schriften und so mega coole Sachen einfach. Ich zeige euch das mal bei diesem Thumbnail hier. Da gibt es dann hier das Feld Artwork. Und dann gehen wir jetzt zum Beispiel mal auf Decorative Elements. Und da gibt es einfach mega coole Sachen, die man dann auf die Bilder drauf ballern kann. Wie zum Beispiel das hier. So, das macht man sich dann da drauf. Dann zieht man sich das ein bisschen größer. Und dann kann man da zum Beispiel jetzt einen Text reinmachen. So, beispielsweise. Okay, dann haben wir hier Square Ready. Da kann man die Fotos so quadratisch machen. Collage-App, noch eine Collage-App darunter, iMovie zum Videos schneiden auf dem Handy, mache ich aber nie. Bokeh-Full, da kann man so Kreise und Herzchen so ganz leichter auf die Fotos machen. Boomerang, keine Ahnung, noch nie benutzt. Layout noch nie benutzt. Reflection noch nie benutzt. PixArt auch noch nie benutzt. Und Magic Eraser, da kann man so ein bisschen den Hintergrund ausradieren und dann das so als PNG speichern, damit der Hintergrund weg ist. Aber glaube ich auch noch nie benutzt. Also die habe ich mir mal runtergeladen, weil irgendwer die empfohlen hat, aber noch nie benutzt. Ja, läuft bei mir. Dann haben wir noch Spiele, was ich auch eigentlich nie spiele. Candy Crush, da bin ich relativ weit, glaube ich, war ich zumindest mal, als ich es gespielt habe. Aber das habe ich auch so ewig nicht mehr gespielt, bestimmt ein Jahr oder so. Das ist sowas, was ich spiele, wenn ich beim Arzt im Wartezimmer oder so sitze und niemand mit mir schreibt. Dann spiele ich das. Könnt ihr mir mal gerne schreiben, welches Level ihr bei Candy Crush seid, wenn ihr das spielt. So, dann habe ich noch Quizduell, das habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt, genauso wie Farmville habe ich auch eine Zeit lang gespielt, spiele ich aber gar nicht mehr.
Dann Episode ist so ein Spiel von Demi. Demi Lovato habe ich aber auch noch nie gespielt. Minion Rush habe ich vor Jahren mal gesuchtet. War ganz geil. Und Facewap Live, dazu habe ich mal ein Video gedreht. Das war richtig lustig. Und jetzt kommen wir zu meinem Highlight, meiner absoluten Neuigkeit. Ich bin so gespannt und ich freue mich so sehr, euch das zu erzählen. Da swipen wir jetzt einfach mal rüber. Ich habe meine eigene App. Und zwar die Yonessa App. Die findet ihr ganz normal im App Store oder im Google Play Store. Könnt ihr euch kostenlos runterladen. Und die sieht folgendermaßen aus, wenn ihr sie öffnet. So. Und da seht ihr einfach gebündelt meine Videos, die ich poste, meine Instagram-Beiträge und sowas alles. Dann könnt ihr hier auf den Feed gehen, dann seht ihr meinen YouTube-Kanal, Instagram, Twitter, Facebook, Einstellungen. Und das ist einfach super cool, um mit euch so im Kontakt zu bleiben. Ihr könnt zum Beispiel jetzt hier auf ein Video klicken und könnt das natürlich hier oben teilen und Feedback geben. Also hier könnt ihr es teilen, dann Feedback geben. Und das Allercoolste an dieser App ist, ihr könnt mir als Feedback Sprachaufnahmen senden, Fotos senden, ganz normale Textnachrichten senden und Videos senden. Und das ist so, so, so cool. Also wirklich, das ist richtig cool. Da kann man richtig geile Sachen mitmachen. Also ich habe voll Bock darüber, Frage- und Antwort-Videos zu machen, dass ihr mir dann einfach irgendwas schickt, Sprachnotizen, Videos, Fotos und ich die dann in einem Video beantworte. Ihr könnt auch ganz normal einfach meine Videos hier in der App gucken. Das ist super cool. Also wenn ihr darauf Bock habt, ihr könnt sie euch gerne runterladen und dann einfach da mal ein bisschen rumstöbern. Und dort werden dann auch von mir Informationen geteilt, die ihr sonst nirgendwo erfahrt. Einfach damit ihr so ein bisschen exklusiver seid, wenn ihr diese App habt. Und ich bin super, super glücklich darüber. Ich freue mich so sehr, das mit euch teilen zu können. Und ich würde mich so freuen, wenn ihr die euch runterladet und mir einfach mal euer Feedback dazu da lasst und schön fleißig in der App kommentiert. Sei es als Sprachnachricht, als Video, als Foto oder als Textnachricht. Und dann würde ich mich sehr über euer Feedback freuen, wenn ihr mir sagt, ob ich dann mal so Videos dazu machen soll. Fragen- und Antwortvideos oder irgendwas anderes, worauf ihr Bock habt. Ja, und das war's jetzt mit meinem What's on my phone Tag und meiner Neuigkeit. Ich hoffe so sehr, dass euch das gefällt. Da steckt ganz schön viel Arbeit drin und ja, ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke euch jetzt meinen letzten What's on my phone Tag hier, der ist schon ewig lange her. Keine Ahnung, wie alt der ist. Guckt ihn euch an, wenn ihr Bock drauf habt. Und ansonsten verabschiede ich mich von euch. Ich freue mich sehr auf euer Feedback und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!